Dann zeige ich euch jetzt mal einen Mittelwallensender, der ist von kanalbustreiber.de. Der ist auch von Stefan0719 entwickelt. Läuft mit einer 9-Volt Blockbatterie. An den habe ich jetzt auch die Audioquelle angesteckt. Dann hier ein Draht aufgehangen, der ist etwa 1,5 Meter lang. Und einen Draht hier liegen. Jetzt kann ich den mal suchen. Der Vorteil an dem ist, ich kann die Frequenz hier verstellen. Also ich kann da die Frequenz einstellen und den Jumper drücken und dann die Frequenz nochmal einstellen. Der geht von, ich glaube, ungefähr 1,1 MHz bis 1,6. Und hier kann ich die Antenne noch abgleichen. Ich habe ihn jetzt auf ziemlich hoch eingestellt, also den Jumper hier aufgemacht und den ziemlich rausgedreht. Ich schaue jetzt mal, wo auf Mittelwelle der ist, nämlich das Radio mal wieder. Irgendwo zum Hören. Ah, da ist er. Wenn ich ihn gefunden habe, gehe ich ein bisschen weg mit dem Radio, dass ich ein bisschen schlechter empfange. Und stelle hier die Antenne genau ein. Also hier. So, dass ich die Antenne gut angepasst habe. Machen wir so. Hier. Es ist schwer, die Antenne einzustellen. Aber ich bekomme es so schon hin. Ah, so geht's. Da mehr rauschen, weniger rauschen, mehr rauschen. Genau. Da rauscht es. Okay, so müsste die Antenne gut eingestellt sein. Jetzt kann ich Audioquelle wieder starten. Ah, der ist laut. Der ist laut. Ah, da ist er. Der ist da. Ich glaube, ich habe den Empfänger übersteuert. Der ist doch stärker, viel stärker der Sender als gedacht. Jetzt versuche ich mal nochmal die Antenne abzugleichen. Maximalen Pegel, okay. Scheint gut zu funktionieren. Jetzt checken wir den mal mit dem Scanner. Ich muss vom Scanner die Antenne abmachen, weil er doch sehr stark ist. Ich bin jetzt auf 1,5 AM, auf FM. FM hört man nichts. Und AM hört man ihn gut. FM Stille. FM ist nahezu total Stille. Und auf AM. Ich bin jetzt da wieder in der Küche, was mir auffällt. Das ist echt sehr stark, also ich kann da rumgehen und so. Ups. Und kommt gut rein. Ich schalte den mal um auf FM. FM kann ich Lautstärke laut machen. Und man hört fast nichts. Aber auf AM ist er laut. Jo, das ist ein AM-Sender. Dann nehmen wir das Radio und das geht auch gut. Und ich kann hier, wenn ich von links nach rechts durchdrehe, ja, der macht schönes AM, der Sender. Und geht so auch in der ganzen Wohnung her. Das ist gut. Ich kann ihn auf dem Sendeplatz stellen, auf dem Sendeplatz, wo kein anderer Sender ist. Ja. Ich kann ihn genau auf den Sender stellen und funktioniert. Echt toll. Ein schöner Sender für die Wohnung.